Nach Angaben der Polizeigewerkschaft fehlten im letzten Jahr bundesweit rund 20.000 Polizeistellen. Wegen massiven Personalproblemen stößt die Polizei seit Jahren an ihre Grenzen. Das will die Landesregierung jetzt ändern. Zusätzliche Stellen soll es geben, unter anderem auch für die Polizei hier in Duisburg. Eigentlich eine frohe Botschaft, die Polizeigewerkschaft macht das aber skeptisch. Sie kommen kaum aus den Stiefeln, so klagen Polizisten schon seit Jahren, auch in Duisburg. Ein Grund für die hohe Zahl an Überstunden sei nach der Gewerkschaft der Polizei vor allem die Zunahme von Dauereinsätzen bei polizeilichen Großlagen, wie zum Beispiel die Bombendrohung, die vor 2 Tagen im Duisburger Forum stattgefunden hat. Aber nicht nur solche Großeinsätze würden einen höheren Personaleinsatz fordern. Durch die erhöhte Terrorgefahr in Deutschland werden beispielsweise Weihnachtsmärkte oder Public Viewing-Veranstaltungen anders geschützt als früher. Hinzu komme eine erhöhte Gewaltbereitschaft gegenüber der Polizei. Die führe unter anderem dazu, dass auf Veranstaltungen, die früher mit einem Streifenwagen ausgekommen sind, jetzt 2 oder 3 Wagen zur Sicherheit der eigenen Beamten sein müssen. Die Gewerkschaft fordert deshalb seit langem mehr Stellen für den Polizeidienst. Letzte Woche dann die frohe Botschaft für Duisburg. Insgesamt 19,2 mehr Stellen solle die Duisburger Polizei erhalten, darunter Polizisten und Regierungsbeschäftigte. Doch die Polizei ist skeptisch. Laut Polizeisprecher Stefan Hausch erhält Duisburg zum 1. September 2019 zwar 28 zusätzliche Stellen für Regierungsbeschäftigte, gleichzeitig werden aber auch 9 Planstellen für Polizeibeamte abgezogen. Übrig bleibt das Plus von 19. Davon ist jedoch kein einziger ein Polizeibeamter. Ja, warum man bei der Polizei trotz Personalaufstockung skeptisch ist, darüber wollen wir jetzt sprechen. Und zwar mit Volker Schneider von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, mehr Stellen, haben wir gerade gehört, soll es geben für die Duisburger Polizei. Klingt ja erstmal ganz toll. Warum sehen Sie das Ganze jetzt skeptisch an? Ja, auf den ersten Blick ist das sehr positiv. 19 Stellen mehr, muss man schon sagen. Aber man muss schon sehr wohl differenzieren. Hier handelt es sich um Regierungsbeschäftigte, die mehr kommen. Regierungsbeschäftigte haben die Aufgaben oder haben wichtige Verwaltungsaufgaben bei der Polizei. Die sind tätig auch im Bereich logistischer Aufgaben und in der Einsatzunterstützung. Aber im Bereich von Polizeivollzugsbeamten, und das sind die Beamten, die auf der Straße tätig sind, die in Kommissariaten arbeiten, die also hoheitliche Aufgaben übernehmen, da werden wir nach jetzigem Stand mindestens sieben Stellen verlieren. Unter Umständen sogar noch mehr, denn wir wissen noch nicht, wie viele die Polizeiprüfung zum Ende des Monats absolvieren. Nun sagt man ja, dass durch die Einstellung von zusätzlichen Regierungsbeschäftigten viele Polizeibeamte dann wieder die Möglichkeit hätten, in den operativen Dienst zurückkehren zu können. Geht diese Schlussfolgerung für Sie auf? Also in der Theorie sicherlich, praktisch sieht es natürlich anders aus. Man muss das so sehen, wir haben sicherlich einige Beamte, die nur bedingt einsatzfähig sind, die können nicht mehr zurück auf die Straße. Wir suchen natürlich nach Möglichkeiten für Regierungsbeschäftigte und es gibt Möglichkeiten im Bereich der Videoauswertung zum Beispiel oder auch im Bereich der Auswertung digitaler Medien, sodass wir den einen oder anderen Kriminalbeamten dort sicherlich entlasten können. Aber faktisch gesehen auf der Straße in Präsenzeinsätzen werden wir unterm Strich nicht viel mehr Beamte sichtbar für den Bürger präsentieren können. Das heißt, der Plan der Landesregierung ist nicht so ganz durchdacht oder wie kann man das Ganze beschreiben? Ja, sagen wir mal so, die Landesregierung versucht schon mehr Kräfte zu gewinnen, aber das dauert natürlich seine Zeit. Sie müssen bedenken, dass wir bis zu 3 Jahre brauchen, bis ein Polizeibeamter ausgebildet ist. Die Regierungsbeschäftigten in diesem Maßnahmenpaket sind sofort verfügbar. Aber wie gesagt, die können nicht alle Aufgaben übernehmen. Von daher ist das politisch, sagen wir, sehr schön geredet. Aber effektiv gesehen, unterm Strich, bringt es erstmal nicht viel. Muss man schon so sagen. Ja, seit Jahren sprechen wir von einem Personalabbau bei der Polizei, auch in Duisburg. Auch Duisburg ist davon betroffen. Was hat das für konkrete Folgen für Sie jetzt als Polizist, aber auch für uns als Bürger? Also der Duisburger Bürger muss sich da keine Sorgen machen. Wir haben eine Grundversorgung, wir haben Grundstärken, die jederzeit immer wieder auch erreicht werden, Tag und Nacht. Das ist nicht das Problem. Aber wir haben auch Sonderdienststellen und wir möchten natürlich gerne auch ein bisschen mehr Qualität reinbringen. Und daran muss natürlich erstmal gespart werden. Das sind zum Beispiel Dienststellen, wir haben den Schwerpunktdienst, der sich mit polizeilichen Veranstaltungen beschäftigt, mit Demonstrationsgeschehen beschäftigt. Wir haben einen zentralen Anzeigendienst, die qualitativ gute Anzeigen aufnehmen. Dort können wir das Personal nicht so besetzen, wie wir es möchten. Und auch im Bereich der Zivilkräfte sind wir nicht so aufgestellt, wie wir uns das gerne wünschen. Daran sparen wir zurzeit.
Ja. Welche Bereiche innerhalb Ihrer Arbeit als Polizist jetzt werden denn besonders vernachlässigt durch den Personalabbau? Ja gut, wir haben zum Beispiel im Bereich der Zivilkräfte, wie ich gerade angesprochen, ist es sehr, sehr eng. Also wir können nicht alle Stellen besetzen. Wir würden gerne auch noch im Bereich der Kriminalpolizei stärker die Leute unterstützen, denn wir haben dort eine sehr hohe Vorgangsbelastung für die Kolleginnen und Kollegen. Die meisten müssen überwiegend ihre Tätigkeit im Büro entsprechend vollrichten. Und letztlich können wir die Leute auch bei der Kriminalpolizei nicht so einsetzen, wie wir es möchten. Das heißt eben zum Beispiel bei Durchsuchungsmaßnahmen oder anderen Maßnahmen fehlt es dann oft an Kräften oder es kommt zu Überstunden. Aber eigentlich ist der Beruf des Polizisten doch ein recht attraktiver Beruf. Ja. Und ich glaube, über Bewerberzahlen können Sie sich auch nicht beklagen. Warum sprechen wir an dieser Stelle dann über Personalmangel bei der Polizei? Ja gut, das hat mehrere Gründe schon. Also erstmal ist die Bewerberzahl nicht so hoch, die ist in den letzten Jahren gesunken. Auch die Bewerberqualität ist nicht mehr so hoch. Wir von der Deutschen Polizeigewerkschaft sagen schon seit Jahren, nehmt doch wieder Realschüler mit ins Boot. Die können sich bewerben und die Fachhochschule nachholen. Das wird übrigens erfolgreich praktiziert in Rheinland-Pfalz. Dann hätten wir eine höhere Bewerberzahl. Auf der anderen Seite haben wir auch eine hohe Durchfallquote. Das muss mitberechnet berücksichtigt werden. Wir haben eine Durchfallquote von bis zu 15%. Dort fallen immer einige hundert Stellen dann jedes Jahr weg. Und letztlich, und das ist nun mal dem demografischen Wandel geschuldet, haben wir sehr hohe Pensionierungszahlen. Und die liegen auch bei über 2000. Mhm. Und sodass wir unterm Strich immer sehr viel einstellen. Mehr geht auch nicht. Aber wir haben unterm Strich immer ein Plus, Minus, Null. Und deswegen haben wir nicht mehr Polizeibeamte auf der Straße. Welcher Weg ist denn jetzt der richtige, um die Personalsituation hier in Duisburg zu verbessern bei der Polizei? Also temporär muss man sagen, man muss nachdenken, welche Aufgaben und Tätigkeiten die Polizei weiterhin in Zukunft ausführen möchte. Man muss prüfen, ob man Aufgaben und Tätigkeiten minimieren kann. Dazu gehört zum Beispiel der Objektschutz. Die Objektschutzmaßnahmen werden immer mehr und auch dauern immer länger an. Hier müsste man mal prüfen, was man da verbessern kann. Zweitens, auch wir können jetzt hier nicht jede marode Autobahnbrücke auch mit Polizeivollzugsbeamten besetzen. Das nimmt einfach zu viel Personal ein, die werden woanders gebraucht. Da entlasten zwar Regierungsbeschäftigte, aber trotzdem müssen Polizeivollzugsbeamte zusätzlich im Dienst sein. Und letztlich natürlich muss man sagen, der Formalismus, der ist nach wie vor sehr hoch bei der Polizei. Da muss dringend entschlackt werden. Und da müssen Gespräche mit der Polizei und der Justiz stattfinden, damit die Beamten wieder mehr auf der Straße sind, anstatt im Büro. Wenn wir noch mal einen Blick auf die nächsten Jahre werfen, Ihre Einschätzung, wird sich die Personalsituation eher verbessern oder verschlechtern? Ja gut, die Prognosen gehen dahingehend, dass man das schon verbessern möchte. Also wir werden ja irgendwann, wenn die Pensionierungszahlen wieder nach unten gehen. Ich denke, dann werden auch wieder mehr Polizeibeamte zur Verfügung stehen, auch für Sonderaufgaben. Und ich hoffe auch, dass wir die Bewerberzahlen wieder höher werden, die Qualität besser wird. Und dann haben wir auch wieder weniger Leute, die bei der Polizeiprüfung nicht schaffen. Und wir bekommen auch mehr Leute auf die Straße dann. Das hoffe ich natürlich auch. Ja. Herr Schneider, vielen Dank für Ihre Einschätzung, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön. Herzlichen Dank.